Yo, peace, Leute, was geht? Stefan Nintendo auf meinem Kanal. Es ist leider kein Longplay geworden, weil er die andere Hälfte einfach nicht aufgenommen hat. Das ist so ärgerlich. Das finde ich echt schade. Ich weiß nicht, was da los war. Ich werde auf jeden Fall alle Level nochmal schnell und kurz und knackig machen und die Bosse auch nochmal. Also ich habe das Spiel durchgespielt, wundert euch nicht. Aber man kann das hier wieder alles machen. So. Der Vorteil ist, ich kenne mich jetzt auch besser aus. So, das heißt, das müsste jetzt auch eventuell noch schneller gehen. Das könnte auch sein, dass ich das jetzt auch schneller durchziehe. Und alles cool. So, okay. Dann haben wir hier. Ja, und das finde ich halt traurig, ne? Aber gut, was willst du machen? So ist es halt. So. Okay. Also ich habe die Kristalle schon eingesammelt, wie ihr das alle seht. Aber ich werde es trotzdem nochmal schauen, dass ich so tue, als ob ich nochmal alle Kristalle einsammle. Und ja, dann ist auch gut, ne? So, gut, dann kann man hier rein. Hier wäre schon der zweite Kristall. Fangen wir an, hier hoch zu gehen. Ist auch ein relativ schnelles Level eigentlich. Und einfach auch vor allem. So. Halt mal, was ist da? Ah, ne, doch nicht. Okay, alles klar. Machen wir eine fette Arschbombe. Okay, schaut mal her. Das hat hier einen besonderen Effekt. Hier gibt es nämlich einen Kristall. So, gut. Okay. Ah ja, wir sind schon hier. So, okay, jetzt schaut her. Das ganze Spielchen muss man hier nochmal machen. Also immer, wenn du gegen die Wand bist, dann wird die Flamme größer, also dieses Hin und Her, ne? So. Finde ich ärgerlich, dass es kein Longplay geworden ist. Ich habe an dem Spiel 3,5 Stunden gezockt. Freue mich, wow, Longplay. Geiles Projekt geworden, aber nein. Die Aufnahme hat sich leider verkackt und finde ich traurig, echt, also finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. So. Aber naja. Man muss es sich so nehmen, wie es ist. Genau, hier wäre der Schlüssel gewesen. Muss ich ja jetzt alles nimmer einsammeln, ne? So. Hier wäre der weitere Kristall. Das war wieder die falsche Richtung. Okay. So viel zu, ich kenne mich jetzt langsam in dem Spiel aus, ne? Ich meine, ich hätte es auch nicht weitermachen können, die Aufnahme, aber dann fehlt halt ein Stück vom Spiel. Das ist halt auch irgendwie, weiß nicht, also das, für mich wäre das halt irgendwie nicht nachvollziehbar, wenn ich das jetzt nicht weiter durchgezogen hätte, ne? Okay. Ah, hier wäre nichts gewesen. Ah, leck mich doch. Wisst ihr, ich muss halt Dreieck und Viereck drücken. Das ist irgendwie total kompliziert.
Und ich darf nicht den X-Knopf drücken, sonst bin ich wieder draußen. Also hier wäre der Schlüssel gewesen. Den brauche ich ja jetzt natürlich nicht mehr. So. Hiermit hätten wir schon alle Kristalle, ne? Super. Den habe ich doch verschoben. Warum muss ich ihn jetzt nochmal verschieben? Meine Fresse, ey. So, passt. Ah, okay, die CD hatte ich noch nicht gehabt. Die habe ich anscheinend beim letzten Mal ignoriert. Okay. Hala. Und dann müsste hier gleich der Ausgang, glaube ich, sein. Also, jetzt natürlich... Hier. Ja, alles klar. Level beendet. Jo. Innerhalb von 6 Minuten. Okay, das ist okay. Passt. Und die CD haben wir auch. Gut, dass man noch die ganzen Endbosse machen könnte, weil das wäre jetzt echt bescheuert gewesen. Wenn ich das jetzt beim durchgespielten Speicher das nicht machen kann. Wiederum, wenn man das einmal durchgespielt hat, kann man die Endbosse machen. Und dann muss man es nochmal durchspielen, dann kann man sie wieder machen. Also, es ist ein bisschen kompliziert, aber das geht schon. Also, wer das Spiel zockt, der versteht es auch, wie es so ist. Im Game. Jawohl. So. Irgendwie kriege ich beim Let's Playen immer Hunger. Ich weiß nicht. Gut, ich habe nicht gefrühstückt. Ich habe ein Monster Energy in Gelb getrunken. Aber damit muss ich auch aufhören. Das ist sehr viele Kalorien und ist halt immer schwierig, das sein zu lassen, ne? Da hat man doch dann wieder Bock, das zu trinken und... Na, ihr wisst schon, wie es halt so ist, ne? So. Yeah, Herze. Hier würde ich empfehlen, dieses Spiel hier weiterzuspielen. So. Hier ist ein Kristall. Denn zum Schluss müssen wir auch dieses Spiel spielen und das muss bis zum Ziel, also quasi... Das hat hier so ein Ende. Und irgendwann mal hört es halt auf, ne? So, jetzt habe ich einen Donner bekommen. Egal, werde ich überleben. So. Genau. Und ihr seht, diese Level, die will ich halt nicht ignorieren, weil die sind echt cool. Die will ich halt mindestens, dass ihr gesehen habt, dass ich sie auch gemacht habe. Dass ich keinen Scheiße laber. Aber gut, warum sollte ich auch Scheiße labern? Oh Mist, jetzt ist das zu fett. Jetzt kann ich nicht den Schalter betätigen. Komm. Boah, würde ich so hüpfen und ganz schnell abnehmen, ey. Das wäre ja Luxus hier. So ein Donner. Bam. Naja, dafür habe ich wieder ein Herz. So. So, hier nochmal. Okay, jetzt sind die Blöcke wieder da. Ein Herz. Okay, ist auch cool. Ah, ich glaube, das ist gut. Das ist gut, dass jetzt hier ein Block ist. Ah, okay, alles klar. Nee, schon verschissen. Ich glaube, da hinten wäre eine CD gewesen. Ja, gut, auf die pfeife ich jetzt auch. Was ist das? Oh, Mist. Bam. Sehr geil. Also dieses Advanced-Spiel ist richtig geil geworden. Also echt, ich lobe den, der das erfunden hat. Wahrscheinlich ein Chinese oder Japaner, keine Ahnung. Die erfinden doch immer meistens sowas. Und wenn nicht, dann eben mein Ami. Finde ich sehr geil. Also die Umsetzung von diesem Spiel, dass man sich beeilen muss. Geil gemacht, auf jeden Fall. Gut gemacht, Spieleentwickler. Oh, nee, wieder ein Donner. Also auf Dauer geht es nicht, ne? Scheiße. Bam. Na, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes. Was ist das? Das ist nicht so schlimm.
Okay, und der Schlüssel wäre jetzt eigentlich hier unten gewesen. Also den habe ich natürlich auch schon. Wie immer, ich sag bloß immer, wo ungefähr der Schlüssel war. So, und jetzt muss ich zwei erwischen, ne? Ja. So, das war's. Alles klar. Gut. Und jetzt schauen wir, dass wir die Fliege von hier machen. Also, so wäre es halt gewesen, dass man hier den Schlüssel abgeholt hätte. Und dann wären wir hier auch ans Ziel gekommen. Weiß jetzt nicht, ob ich auch alle Kristalle habe. Ich glaube, ich hatte zwei Stück gesammelt gehabt. Oder nee, ich hatte drei sogar schon. Naja, wurscht. So, und jetzt auf geht's. Ab ins Ziel. Boah, würde ich so eine Geschwindigkeit haben, ne? Das wäre so geil. Ja, und so, das war's eigentlich auch schon, ne? Mit dem Level. Gebraucht haben wir jetzt auch, ja gut, etwa 4 Minuten, das ist nachvollziehbar. Schnell durchgezogen und einigermaßen okay, ne? Also, finde ich cool. So. Der Bildschirm war dreckig, ich musste dich jetzt gerade mit dem Finger wegputzen. Okay, so. Dann kommen wir bei dieser Welt zu Level 3. Ach ja, den Gockel habe ich außerdem besiegt, ne, in der dritten Welt, also keine Sorge, der ist gesaved, der ist erledigt und ja, das ist Close Menü, komm. Ich bin wieder auf den X-Knopf gekommen. Boah, das ist so nervig, Leute, dass ich da, warum? Ich glaube, ich schaue jetzt, dass ich das irgendwie, das muss irgendwie aufhören, weil es, das geht nicht. Oder einen anderen Emulator suchen. Okay. Mois hat was gepostet. Der macht jeden Tag ein Video, also Respekt, ne? Na, was ist denn jetzt los? So, ich will bei Wario Land 4 zurück. Okay, alles klar. Leute, der hat mich wieder komplett rausgepfiffen. Das ist so ärgerlich. Okay, also nochmal. Da geben wir jetzt ein Wario. Und drücken auf Play. Lustig, was man da so alles sieht. Also, ich hatte mal einen Game Boy Advance Emulator, der war viel, viel besser. Und, also, genau, der hatte nicht immer diese Werbungen gehabt. Und wenn man auf X gedrückt hat, war das auch ein X-Knopf. Ach, das ist auch so ein komisches Level hier. Ich schaue, dass ich es schnell und kurz mache, ja? Okay, das öffnet sich nur, wenn ich den Froschhebel betätige. Ah, nee. Okay, Bonus-Level. Scheiß drauf. Opfer. So, zweiter Kristall. Also ich versuche nicht mehr aus diesem Spiel rauszukommen, weil das nervt mich selber voll. Thank you.
Ja, und das war's eigentlich auch schon. Froschhebel betätigt. So, das heißt, wir müssen so schnell wie möglich aus diesem Level rauskommen. Ah, okay, das hier ist eine lustige Umsetzung mit den Buntstiften. Entschuldigung, Buntstifte sind es. So, hier ist ein Kristall. Also das wäre jetzt der dritte gewesen. Genau, den müssen wir schieben, den auch. Aus dem Grund, dass ich hier runterfallen kann und quasi hier rüberspringen kann. Also gute Umsetzung auf jeden Fall. So, hier rollen wir schnell weg. Ah ja, okay, hier muss ich mich fett machen lassen. Komm, ich will fett werden. Also es ist auch lustig gemacht, die Umsetzung hier. So, okay, alles klar. Okay. Also Leute. Ah nein. Ich wollte genau jetzt, wenn man nicht fett werden will, ne? Aber ich habe noch genügend Zeit. Ich schaffe das locker. Also ich kann hier jetzt auch in dem Spiel die Zeiteinschätzung wahrnehmen. Und das ist hier auch kein Problem. Also so, letzter Kristall. So, jetzt alle ab. So, jetzt gleich sind wir am Ziel. Schnell, 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 schnell. Bam! Yeah! Chillig. Ich muss mal kurz was testen, Leute. Okay, passt. Genau. So, und hier wäre das letzte Level. Ah, das ist ein lustiges Level. Also schaut her. So. Das ist so mit Dominosteine und man muss schnell sein. Genau, hier müsste man zum Beispiel mit einem Kristall kämpfen. Komm. Also hier ist es, das hier ist, da muss man schnell sein, sonst habt ihr Arschkarte. Und, ah, war das knapp, Alter, leckst mich am Arsch, ey. Komm her, mein Freund. Nur kurz und schmerzlos. So, okay.
Man muss halt einfach schnell sein, das ist halt so, okay. Also, hier wäre ein Kristall gewesen, ne? Jetzt allein muss man Gas geben. Sonst schafft man es nicht mehr. Chillig. Das ist nicht so schlimm. Yeah, chillig. So. So, die Disc kann man hier schon. Gut. Ja, und das war's eigentlich auch schon. So, zack. Ja, und schon müssen wir zurück, ne? Komm, Arschbombe. Genau, hier muss man halt mal hüpfen, ne? So, das war der letzte Kristall. Ah, okay, da hätten wir uns ewig so von dem Typen treffen lassen müssen. Alles klar. So, gleich haben wir's. Chillig. So, jetzt kommen wir zum Boss. Und diesen Boss werden wir so richtig poppen, weil da nehme ich mir keinen Charme her. So, und auf geht's. Ich brauche keine Begleiter, schließlich sind wir ja stark genug hier, um diesen Boss zu poppen. Und, wer ist es? Ah, das ist der Freund hier. Das ist ein lustiger Boss, schaut her. Also, das ist ein Luftballon, ne? Ein Teddybär-Luftballon. Und da ist eine Maus drinnen. Das heißt, wir müssen uns die Nadel holen. Mit voller Schwung, bam. Jetzt hier beim Teddybär und jetzt gehen wir her und machen den hier. Bam! So. Okay. Ich war gerade am falschen Ort gestanden. Wir müssen den halt nur schnell genug erledigen. Dann ist auch alles cool. Bam. Eigentlich ist der relativ einfach. Okay. Schon zumindest dreimal schon getroffen, das ist gut. Bam. So, okay. Also hier ist es halt so, der dauert. Also, ach, der hüpft wie ein Spasti. Komm her. Basti. Okay, zweimal. Ich muss ihn jetzt noch. 2, 4, 6, 8 Mal muss ich ihn treffen. Okay. Heftige Hausnummer auf jeden Fall. Aber das kriegen wir hin. So. Oh, oh, jetzt spuckt er sogar Flammen. Schau her. Okay. 2, 4, 5 Mal noch treffen. Komm, das schaffen wir, Leute. Wir dürfen uns halt nicht von der Flamme treffen lassen, weil sonst ein bisschen blöd, aber naja, gut, so ist es halt, ne? So, da spuckt Flammen. Ah, Mist, okay, nur einmal getroffen. Das kriegt man schon noch, keine Sorge.
So, Luftballon. So, und jetzt? Geh mal her. Bam. Bam. Bam, Alter. So, einmal noch. Dann ist er gefickt, meine Freunde. So, okay, die Zeit wird immer knapper hier. Und bam, Alter. Geschafft. So. Gib mir meine schöne Kisten her. Yeah, ich hab's wieder mal geschafft, meine Freunde. Geil. Wip, 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 wip. Oh yeah. Ach, jetzt muss ich den einen Boss trotzdem noch machen. Egal, dann machen wir ihn halt nochmal. Ach, jetzt muss ich hier den... Das heben wir so als Final Edition auf. Also wir machen jetzt hier die ganzen Level noch. Das heben wir so als Special auf. So als Endboss Special. Als quasi, dass wir das drauf haben, den zu fucken. Ah, das ist der blöde Bastard, der klaut mir immer Geld. Klar. So, das hier ist es jetzt so. Oh Mann, komm. Also hier oben ist eine Kiste. Genau, und hier müsste man hier hoch. Mann, ey, du. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Scheiße, wegen dem habe ich jetzt voll viel Leben verloren. Unglaublich. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass ich nicht sterbe. Oh, da wäre ein Herz gewesen. Scheiße. Okay, den machen wir gleich platt hier. Der Geist geht mir auch ganz schön auf den Sack. Okay, hier ist noch eine Kristallkiste gewesen. Passt. Okay, jetzt habe ich wieder Leben. Das ist gut. Damit kann man doch arbeiten. So, und jetzt... Jetzt müssen wir hier runter. Genau, in Kiste Nummer 3. Boah, das Spiel auf hart zu zocken macht auch Spaß, ne? Habe ich auch schon mal geschafft durchzuspielen. Vielleicht machen wir ein Video drüber. Boah, das ist richtig heftig, Alter. Da hast du nimmer so viel Zeit, ne? Da sieht es natürlich ganz anders aus. Aber finde ich cool umgesetzt. Genau, hier war dann die letzte Kiste. Boah, den mache ich platt, weil später kommen diese Viecher nimmer, ne? Wenn ich die jetzt fertig mache. Genau, hier ganz oben wäre halt der Schlüssel gewesen, ne? So, und der Geist hätte uns ja auch den Schlüssel weggenommen. Das kann er jetzt nicht mehr, weil das habe ich ja schon quasi geschafft. Gott sei Dank, weil das ist auch nervig, ne? So.
dieses. Okay. Also schaut jetzt her. Scheiße, okay. Yeah, fetter Kristall. Ich stehe auf Schmuck, wisst ihr? Mann, Spaß, Alter. Yeah, geil. So, ein Level nach dem anderen wird durchgezogen hier. Ah ja, okay, das hier. Was ist hier drinnen? Okay, nix. Erster Kristall, jawoll. Schaut mal her. Bam, okay. So, fetter Klunken, passt. Diese Kristalle bringen euch, dass ihr diese Minispiele machen könnt, um dem Boss dann das Leben schwer zu machen. Ja, hier ist Kristall Nummer 2. Passt, jawoll. Okay, hier ist nichts. Ah ja, hier in dem Bereich wäre der Schlüssel gewesen. Mach ich jetzt nimmer, brauchen wir auch nicht. Scheiße. Alter, ich komme mir vor, obwohl ich hier gerade einen Speedrun mache. Jawoll. Bam. So, und jetzt alle. So, auf geht's hier. Ja genau, hier wäre Kristall. Genau, hier ist ein Kristall. Also jetzt hätten wir alle Kristalle quasi. Doppelklunker. Also, das wäre die CD gewesen, meine Freunde. So.
So, jetzt gehe ich mal schnell aufs Klo. Dankeschön und ich komme sofort. So, meine Freunde, hier bin ich wieder. So, Level 3. Mein Lieblingslevel von den ganzen Leveln, die es hier gibt. Ja, das war knapp. Stehen geblieben. Das ist so ein geiles Level. Ich mag das. Auch von der Farbe her, ne? Also richtig geil umgesetzt. Und das wird auch ein schnelles Level sein. Weil jetzt kenne ich mich hier auch aus. Ah, bam. So, okay. Weil ich mag aus dem Grund dieses Level, ne? Du hast hier... Boah, Mann. Ja, so. Weil du hast hier mehrere Möglichkeiten in dem Level. Ja, ich weiß, ich sollte das nicht so schnell zocken, weil sonst verliere ich, aber ich will meine Level hier schnell beenden. So, genau, wichtig ist es, oh, der wirft noch auf uns, schaut her. Wichtig ist es, wir gehen hier ran, lang, wegen dem Kristall. Und ja, schaut her. Wir drücken auf den Froschknopf und auf einmal ist es ein Eislevel. Also das ist echt geil umgesetzt. Also geiles Level, deswegen ist es auch mein Lieblingslevel. Weil jetzt ist es kein Lava mehr und heiß. Es ist nämlich jetzt kalt und es rutscht alles. Und ja, das ist cool umgesetzt. Also echt geil. Also gefällt mir. So. Genau, hier haben wir dann den Kristall. So. So. Trotzdem müssen wir uns beeilen und schnell sein. Bam. Mist. Oh, okay, okay. Jetzt muss ich mich zusammenreißen hier. Sonst bin ich gefickt. Da muss nur ein blöder Eiszapfen kommen. Okay, jetzt darf ein blöder Eiszapfen kommen. Jetzt können wir hier auch wieder ein bisschen mehr Gas geben hier. So. Genau, und diese Lava-Dinger ist jetzt auch alles eingefroren. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Okay, hier wäre der weitere Kristall gewesen. Brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. So, und geschafft. Schon ist mein Lieblingslevel vorbei, leider. Naja.
Man muss es nehmen, wie man es nehmen muss. Gell? Das ist schon die letzte Welt. Stimmt. Okay, oh krass, wir müssen nur noch dieses Level machen. Und dann machen wir den Boss. Und dann müssen wir nochmal einen gleichen Boss machen. Und dann sind wir schon beim letzten Level und beim letzten Boss. Also. Oh. Okay. Also die Welt mag ich halt am meisten, ne, weil das mit Geistern gemacht ist. Und es ist halt auch gut umgesetzt. Da mag ich halt die Maschinen und die Spielzeugwelt dafür eher nicht, ne. Ach, leck mich doch, du Arschgeige. Ja, wenn man das einmal durchgespielt hat, kennt man sich schon ein bisschen besser aus. Ich meine, ich habe es öfters schon durchgespielt, aber war auch wieder lange her. Dann, Mann, nerv mich nicht. Komm. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, dann ist es auch natürlich viel einfacher. Mistgeburten, Bastarde. Bam. So, Kristall Nummer 2. Bastard, bam. Da lang. Eigentlich ist es wurscht, wo wir lang gehen. Wir haben schon alle Kristalle. Genau. Hier oben wäre der Schlüssel gewesen. Also der wäre jetzt hier oben gewesen. Den haben wir jetzt nicht mehr. Also. So, da darf man uns jetzt nicht erwischen lassen, sonst sind wir wieder ganz am Anfang. Genau, dann gehen wir dafür halt hier runter. Mann, du Bastard, Alter. Ich hasse diese Viecher. Du kannst die nur hinter ihren Rücken anrempeln. So, Kristall Nummer 3. So, komm. Ich will ein Fledermaus werden. Voila, bam. Kristall Nummer 4. Okay, alles klar, ich weiß wieder, wie das geht. Ich muss den Affen mit hochnehmen. So, okay. So, und jetzt mach mich fett, mein Freund. Ich will fett werden. Okay. Also, let's fetz. Ich weiß schon, wie es hier rausgeht. Das ist. Nein, zurück. So, hier lang. So, bam. Hier raus. So, jawohl. Bam. Hier hoch. Am besten nicht von dem Geist erwischen lassen. Hier lang.
Hier müssen wir uns vom Geist erwischen lassen. So, komm. So, den Kristall nimmer und ja, das war's eigentlich auch schon. So, jetzt kommen unsere Bösse dran. Und die mache ich mit Genuss platt. Mit viel Liebe. Das finde ich geil, wenn er Peace zeigt. So, okay. Ah, das war diese Katze, ne? Katzengeist. So, also. Let's go. Stefan Nintendo muss diesen Katzengeist besiegen. Und das werde ich auch tun. Das ist ja das Lustige. So. 4 Minuten, okay. Also, hier auf die Welle und auf die Mini-Katze obendrauf. Ah, Mist, okay. Bam. Okay, alles klar, das war nix. Bam. Okay. Jetzt wird die Welle, bewegt sie sich hoch nach oben und nach unten, ne? Bam, Alter. Hä? Komm. Da. Okay. Komm, jetzt, Alter. Bam. Naja, okay, wird nichts. Das wird mir zu eng hier. Bam. So, und jetzt muss ich eine Arschbombe machen. Und das Ganze wird jetzt hier auch ein bisschen schwieriger. Bam. Und die roten Dinger, die können mich jetzt verletzen. Okay, das war nichts. Egal. 5-mal muss ich ihn noch erwischen. Das schaff mal. Bam, Alter. Komm her. Gegen mich legt sich keiner an, mein Freund. So. Und bam. 3-mal noch und dann ist er erledigt. Bam. Bam. Okay, 1-mal noch. Ah, Mist. Mist. Boah, den habe ich ja voll failed. Jetzt, Alter. Bam. Ich bin der Beste. Yeah, geil. So, und jetzt muss man den anderen Boss nochmal machen, aber das ist wurscht, den habe ich auch schnell erledigt. Das hätte ich im Offline-Modus machen müssen. Naja, wurscht. This is a winner. So, okay, gut. Die Level machen wir nicht. Die haben wir ja im letzten Part gesehen. So, also, let's fetz. Dass wir hier weiterkommen mal. Ach, das ist der, okay. Okay, ganz einfach. Vase zerstören. Bam! Hä? Okay. 2-1-1-1 für dich. Bam. Okay. Ich bin ein bisschen zu schnell, glaube ich. Bam.
Schaut mal her, wenn ich da warte. Der lacht mich einfach aus. Na warte, das ist jetzt wieder ein Grund, den erst recht fertig zu machen. Hier gibt es auch einen Trick. Bam. Okay, doch nicht. Das war ein Scheißtrick. Ich dachte, das würde sogar funktionieren. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, sonst macht er mich echt platt. Viermal muss ich ihn noch treffen. Okay, das schaffe ich. Den mache ich platt. Uah, geh weg. Warte, ich lasse mich einfach vom Tropfen erwischen. Weil ich glaube, wenn ich mich immer von ihm erwischen lasse, dann geht er nach unten und ist nicht nach oben. Und so kann er mich nicht so schnell verletzen. Bam. Ja, das machen wir. Genügend Zeit habe ich auch. Und genau. So, könnte knapp werden. Der könnte mich ja auch noch fertig machen. So, uah. Hat mich wieder fast getroffen. Okay, einmal noch, dann sind wir beim letzten Level und beim letzten Boss. Ja, warum ist denn der jetzt so langsam? Ah, Mist, du Arschloch. Nee, das lasse ich mir jetzt. Bam, das war's. Spuk vorbei. Stefan Nintendo hat ihn erledigt und. So, das war's. Letztes Level, letzter Boss. Wir sind gespannt. Das letzte Level ist interessant, weil da sind wir unter Zeitdruck. Da müssen wir uns Gas geben und beeilen. In dem Fall nicht, weil ich alle Kristalle habe, aber ich will das natürlich so optisch machen, als ob ich jetzt das Level wieder das erste Mal zock und ja. So machen wir das einfach. Vielleicht muss man ja sogar dieses Level nochmal machen, weil die Pyramide ja jetzt neu erbaut wird. Bin ich jetzt gespannt? Nee, ist erledigt. So, also schaut her. Dieses Level ist gleich unter Zeitdruck. Sobald du das Level betrittst... So, das heißt, wir müssen uns beeilen. Hier Gas geben und... So. Nein! Hä, seit wann ist der da? Hä? Das ist mir jetzt neu, dass der da ist. Okay, also nochmal. Ah, Mist. Ah, Mann. Das habe ich doch jetzt. Okay, also nochmal. Einmal hüpfen, nochmal hüpfen. Jetzt langsamer werden. Hier, zack, zack. Und hier müssen wir wieder rennen. So, und jetzt müssen wir hier wieder stehen bleiben. Ah, nein! Oh, ich bin total blöd. Ich bin zu früh gehüpft. So, okay, aber jetzt. So, schaut her. Bam. Genau, hier ist es jetzt so. Hier wäre der Kristall gewesen. Bam. Also unser erster Kristall quasi. Okay. Genau, hier müsste man runterfallen. Also ihr seht, hier wäre ein Kristall gewesen. Den hole ich jetzt nicht, weil den hätte ich quasi geholt.
So. Oh nein, 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 nein! Ach, scheiße. Hä? Okay. Also hier unten war ich noch nie. Ah, hier kann man einfach nach vorne schwimmen. Passt. Von dem will ich mich jetzt auch nicht unbedingt treffen lassen. Also, das ist Nostalgie pur, dieses Level. Ich mag es. Also, das ist auch einer meiner Lieblingslevel, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist einfach mit Action verbunden. Genau. Also, hier wäre noch ein Kristall gewesen. Somit hätten wir alle vier Kristalle. Und hier wäre es so gewesen. Hier wäre der Schlüssel gewesen. Und das war's eigentlich auch schon mit diesem Level, ne? Also... Genau, und hier wäre eine Strömung gewesen, der euch wieder ganz nach Anfang bringt. Genau. Ja, und das war's eigentlich mit diesem Level. So, wir machen jetzt den letzten Boss. Okay, alles in einer Stunde. Okay, das, man sieht, ich kenne mich jetzt langsam mit dem Spiel aus. Aber ich riskiere kein Speedrun, Leute. Also echt nicht. Da habe ich... nee, das machen wir nicht. Close Menu. Hä? Oh, okay, falscher Knopf. Okay, alles klar. Item-Shop braucht man nicht. So, Stefan Nintendo wird jetzt den letzten Boss sowas in den Arsch treten. Denn wir sind die Besten. So. Kranker Biest. Meine Katze. Nein. So. Also, so darf man das nicht machen, sonst passiert der hier. Hört sich aber ganz schön cool an, ne? Also schaut her. Okay, jetzt machen wir es richtig. Wir müssen auf seinen Kopf springen. Mit voller Pulle den Fächer kaputt machen. Also Ziel ist es, sein Gesicht zu zertrümmern. Bam. Also er bewirft uns immer mit Gegenständen. Oder sie. Uah, das war knapp. Okay. Da habe ich immer damals so lange gebraucht. Aber das ist eigentlich so einfach. Man muss warten, bis die Stacheln hier weggehen. So. Sich in einem Hammer verwandeln und ihn eins oben drauf drücken. Ja, und dann macht er eigentlich immer wieder nur noch die gleiche Kacke. Bam. Mein Arm ist wieder eingeschlafen. Bam. Okay, und dann macht sie die verschiedensten Sachen. Leider nicht. Okay. Egal, wir schaffen das schon noch. Bam. Bats. Gleich doppelt bekommen.
Du kriegst halt... Oh Mann, ey. Jetzt aber. Bam. Also im Prinzip macht die auch immer nur die gleiche Scheiße. Bats. So. Okay. Und jetzt wird's hier quinchig. So. Also, okay. Das hier ist nicht ganz so einfach. Bats. Am besten ihr bleibt immer am Rand, weil sonst wird's immer schwieriger. Bats. Mist, okay, leider nicht getroffen. Also zweimal müssen wir die noch treffen. Bats. Ah, okay. So, jetzt ist es nur noch eine Lippe. Hatschua! Spiel durchgezockt, meine Freunde. Wir kriegen auch alle Kisten. Christen, was laber ich da für einen Scheiß? Wir kriegen alle Kisten. Somit haben wir das Spiel durchgespielt. So. Und das in innerhalb von einer Stunde. Wow, okay, wir waren schnell. Mal gut umgesetzt, also. Muss mal kurz was testen an mein Handy. Ich gehe dann halt auch mal frühstücken. Um 12.30 Uhr frühstücken, das ist auch nicht mehr normal, aber ich hatte irgendwie gerade keine Zeit gehabt. So. Ja, das war's schon, ne? Jetzt wird unsere schöne Kätzchen zu einer schönen Prinzessin. Schaut her. Oh, wie süß. Das nur für einen Kuss? Ja, okay, gut. Er hat eine fette Beute gemacht. Also er hat den ganzen Schatz ausgeplündert. Also ist er reich. Also hat er es nicht ganz umsonst gemacht. So, das war's. Spiel komplettiert. So, Mario Land 4 durchgespielt. Die Reise geht weiter. Ja, hier würde man jetzt sehen, was er an den ganzen Truhen geplündert hat. Und ja, das Spiel ist beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ein Abo dalassen, ein Like, wem es gefallen hat, ein Dislike, wem es nicht gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, euer Stefan Nintendo. Peace!